So, Freunde, herzlich willkommen zum heutigen Video. Es ist wieder soweit, Samstag, 13 Uhr und es wird wieder ein Zuschauer-Kill-Duell stattfinden. Wir werden heute zwei Duelle haben zwischen, ja, vier Zuschauern im Endeffekt. Das Ganze sieht so aus, falls ihr mitmachen wollt, samstags, 13 Uhr, einfach auf Twitch live dabei sein. Ihr müsst auf mein Discord kommen, in den Kill-Duell-Ausfahrt-Channel. Ein Bot wählt zufällig aus, wer von den Zuschauern gegeneinander antritt. Die enden dann beide mein Mod, heute ist es Konsti. Konsti lädt euch dann, beziehungsweise ich lade Konsti in meine Lobby, Konsti lädt euch ein. Dann joinen wir in die erste Runde rein. Also quasi der erste Zuschauer und ich join in eine Runde rein, in eine Battle Royale Zweierrunde. Ich töte mich direkt, damit ich spectaten kann. Der Zuschauer ist dann quasi Solo gegen Duo, versucht so viele Kills wie möglich zu machen. Dann ist die erste Runde vorbei. Beispiel, er hat 3 Kills gemacht. Dann join ich mit dem zweiten Zuschauer in eine Duo-Lobby. Und er muss dann quasi mehr Kills machen oder bei Killgleichstand einfach mehr Schaden haben, um den ersten Punkt für sich zu ergattern. Das Ganze ist ein Best of Three, das heißt, wer zuerst 2 Punkte hat, also wer zuerst 2 Runden gewinnt, hat quasi das ganze Duell gewonnen und sichert sich 25 Euro von mir. Ne, ihr müsst quasi nichts zahlen, für euch ist komplett kostenfrei, logisch. Mit diesen gewonnenen 25 Euro kann man sagen, jo, pass auf, ich möchte sie, PayPal, Amazon, ne? Oder man sagt, hey Henki, ich hab Bock, ich möchte gegen dich antreten. Dann wird das Ganze wieder so ablaufen, Best of Three, wir joinen aber tatsächlich zu zweit in dieselbe Duo-Lobby und haben das Battle dann eben in der Lobby. In derselben Runde, Solo gegen Duo, Best of Three. Sollte der Zuschauer gewinnen, der gegen mich antritt, kriegt er statt 25 Euro 50 Euro. Sollte ich gewinnen, kriegt der Zuschauer eben gar nichts. Also die erstmals gewonnen hat, 25 Euro, sind da tatsächlich auch verloren. Schreibt mir gerne eure Meinung zu diesem Format in die Kommentare. Wie gesagt, jeden Samstag 13 Uhr, jeder kann mitmachen. Ja, jeder kann mitmachen. Ich würde mich freuen. Wie gesagt, gerne eure Meinung in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über Daumen nach oben freuen. Und ja, wenn ihr nichts verpassen wollt, den Kanal kostenlos abonnieren. In diesem Sinne viel, viel Spaß. Alright. Du bist unser erster Kontrahent hier quasi. Spielst auf Controller, habe ich gesehen. Du bist ready? Ja. Dann viel Erfolg. Gut. Alright. Erste Runde startet. Er ist auch schon down. 105 Damage hat er bisher. Er muss Gulag gewinnen, damit er ein bisschen vorlegt. Ich trete gerade nicht an. Ich gucke jetzt nur zu. Wobei wir jetzt gerade leider nicht viel zugucken konnten, gell? Alright, Kill Nummer 1, wichtig und richtig. 205 Damage, zweite Chance, wieder reinzugehen. Er landet Downtown, was Solo gegen Duo schon recht... Ja, Big Balls ist fast schon. Das ist gefährlich. Also das Wichtigste ist mehr oder weniger eigentlich wirklich zum Loadout zu kommen. Wenn man das Loadout hat, dann sind Kills schon deutlich einfacher. Sagen wir so, wie es ist. Ich persönlich würde es wirklich so spielen... Man kann versuchen, am Anfang die Kills zu holen, wenn keiner wirklich Loot hat. Aber ich finde es tatsächlich safer, erstmal auf Lodi zu gehen. Wurde als meistgesuchtes Ziel markiert. Beschütze es um jeden Preis. Ich glaube, er hat sich gerade verklickt. Er hat sich kurz meistgesucht gegönnt. Und da kommen schon die Gegner hinter ihm. Let's go! Ich glaube, die waren über ihm auf dem Dach und jetzt müssen sie Engel haben. Hinter dir, Bruder. Der hat dir gerade geholfen, der Kollege. Moin, wie kann man mitmachen? Ziel für Luftschlag markiert. Der Schlag nähert sich. Big Balls, Bruder. Big Balls. Der Strokes sind für 500 Reset. Wie kann man mitmachen? Auf mein Discord kommen. Hier sind Feinde. Oh, Digga, er hat ihn sogar noch knockt. Er hat ihn noch genockt. Gut. Yo, Dre, bist du ready? Ja, klar. Sehr schön. Auch mit Controller sehe ich. Darf ich fragen, was für eine KD du hast? 0,98, glaube ich. Ja. Oh, das war schon mal... Solide. Dann wünsche ich dir viel Erfolg, Solo gegen du und wir hören uns nach der Runde. Ja, danke. Bis dann. Dre noch am Leben. Kein Schaden, kein Kill. Das heißt, bisher Fights gedodged. Er macht safe, landet Array.
Nimmt vielleicht sogar ein Bounty an für Info. Cash sieht soweit ganz gut aus. Dre hat hier die 11.500 am Start. Er hat sogar einen LKW am Start. Perfekte Voraussetzung, sage ich mal, um hier tatsächlich zwei Kills zu machen. Zwei Kills würden ausreichen, um das erste, um die erste Runde, um den ersten Punkt zu ergattern, ja? Um sich die erste Runde zu sichern. Ich bin gespannt, was er für Lo... Er hat sich verklickt. Nein. Dre, mein Freund. Die Missklicks sind real. Das hatten wir letzte Woche auch, Leute. Das hatten wir letzte Woche auch. Missklicks über Missklicks. Letzte Runde meistgesucht angenommen. Diese Runde wieder gekauft. Das hatten wir letzte Woche auch schon. Und es tut mir immer wieder leid. Es ist halt wirklich, man muss überlegen, wir sind hier 1.500 Leute. Es gehört eine gewisse Nervosität dazu. Man spielt vor vielen Zuschauern. Er hat den Finish nicht mehr durchbekommen. Oh mein Gott, kriegt er den gefinished? Er hat den Kill bekommen! Die random Gegner sichern ihm den Kill. Glück im Unglück, aber ich bin's Tim, liegt immer noch 150 Damage im Voraus, ja? Der Gulag-Kill ist entscheidend. Wenn er Gulag verliert, verliert er quasi die erste Runde. Und er holt das Ding. Glückwunsch. Knappe Nummer. Missklick des Todes. Aber er kann den Punkt hier für sich sichern. Fängt Dre jetzt in der zweiten Runde an. Wäre ja nur fair. Ist eigentlich ein guter Vorschlag, oder Leute? Was meint ihr? Dass Dre jetzt quasi die zweite Runde anfängt, können wir eigentlich machen. Haben wir letzte Woche nicht so gemacht, aber hast prinzipiell recht. Bist du ready für Runde 2? Bist du ready für Runde 2? Mama mia. Viel Erfolg. Dre hat jetzt quasi die erste Runde für sich entschieden. Es gibt aber drei Runden. Ne? Wenn jetzt Tim gewinnt, steht es 1-1. Und dann geht es darum, wer gewinnt die dritte Runde. Okay. Dre, oh, shit. Okay, Dre hat schon einen Kill. Und 356 Schaden. Er hat einen Kill bekommen, den haben wir jetzt leider nicht gesehen. Das ist immer natürlich das Problem, dass ich erstmal Gulag muss und sterben muss und dies und das. Aber ein Kill hat er schon und 356 Damage ist jetzt aber selbst im Gulag. Ne? Holt sich den zweiten Kill. 456 Damage und wieder raus aus dem Gulag. Ist das zweite Mal, dass wir das Kill heute machen. Beim dritten Mal werde ich wahrscheinlich nicht mehr drauf eingehen. Ziel für Luftschlag markiert. Ausschalten. Teilnahmebedingungen gibt's keine. Jeder kann mitmachen. Oh, shit, Digga. Er holt einen mit dem Cluster. Totenstille noch am Start. Trey geht rein. Oder jetzt durch die ganze scheiß Diskussion einfach komplett alles verpasst vom Gameplay, ne? Mann. Scheißdreck. Totenstille am Start. Das ärgert mich. Gar nicht drauf hören. Scheiße. Egal. Zweite Mal Totenstille. Er hat den Knock noch. Gleich geretzt. Ich schätze mal schon geretzt, ne? Oder er findet ihn einfach nicht. Aber er findet ihn nicht. Verbündete Drohne ist in der Luft. Radarsuche wird gestartet. Let's go! Bei dem Building. So, bei dem Building. Drohne noch am Start. Wurfmesser ist auch wichtig. Aufklärungsüberflug unterwegs. In der Luft. Radarsuche wird gestartet. Brutaler Laser. Brutaler Laser. Gut, aber ich würde sagen, solide vorgelegt. Runde 2 haben wir Dre mit 2 Kills und 975 Damage. Warum hat er so früh geschossen? Auf Prediction. Das ist gut. Wenn er erst schießt, wenn der Gegner um die Ecke ist, haben beide quasi gleiche Chancen. Wenn er schon vorher schießt, gibt er dem Gegner quasi schon Damage, während er um die Ecke läuft und ihn selbst noch gar nicht sieht, weißt du? Das ist Pre-Fire. Das ist an sich super sinnvoll. Gerade im 1 gegen 2.
Alright, Tim. Du musst 3 Kills machen oder 2 Kills mit 976 Schaden. Bist du ready? Ja. Okay, 3 Kills oder 2 Kills mit 976 Schaden. Viel Erfolg. So, ich bin's, Tim. Zweite Runde. Er muss schlagen, 2 Kills und 975 Schaden. Mit 3 Kills hätte er theoretisch schon gewonnen. Ich glaube, er holt sich. Ah, okay. Loot ist auf jeden Fall noch da. Die Bullfrog, ziemlich geil. Ist eine geile Waffe. Kann man nicht anders sagen. Tim, mein Freund, da sind so viele Kisten. Dir fehlt doch so wenig Geld. Tim! Was machst du? Hä? Alright, jetzt wird's interessant, Bruder. Das Bounty kommt auf jeden Fall closer. Da kommt sogar noch ein zweites Fahrzeug. Aber mit Lodi sieht die Welt halt schon anders aus. Okay. Krieg plus Bullfrog. Gute Waffen. Ich glaube, er will sich ein Fahrzeug holen. Oh, Sniper. Sniper, Sniper, Sniper! Alright. Helmbombe. Die hat aber auch geknallt. Die hat geknallt. Er muss Gulag gewinnen. Sonst ist das Killduell Nummer 1 vorbei. Crossplay-Lobbys, höhere KD und Solo gegen Duo. Das ist halt nicht so easy als Controller-Spieler. Schön, schön, schön. Wichtig. Wichtig. 2 Kills braucht er. Dann hat er die Runde für sich entscheiden können. Ja. So. Holt er sich Drohnen oder holt er sich Loadout? Das ist die Frage. Es ist das Loadout. Er ist in der Zone. Es leben sogar noch echt viele Leute, ne? Muss ich sagen. Also, ausreichend, sagen wir es so. Nur über Discord kann man ausgewählt werden, ja. Ihr braucht Discord, um ausgewählt zu werden. Oh, er holt die noch. Keine Zeit zum Ausgehen. Er hat die noch knockt. Er kriegt ihn halt nicht gefinisht. Aber wichtig, er ist halt nicht tot. Das muss man sagen. Er ist halt nicht tot. Und er stackt den Damage. Er stackt sich hier auf jeden Fall den Damage. Oh, Digga, er knallt halt wirklich gut rein, Mann. Ich hätte nicht die Wurfmesser beide gewastet. Das Ding ist, Bruder, er muss einen Kill machen und hat mehr Damage. Dadurch, dass er jetzt beide mal genockt hat, wenn er jetzt einen davon gekillt kriegt, hat er automatisch mehr Damage und hat diese Runde gewonnen. Er braucht nur noch einen Kill. Er hat mehr Damage. Er braucht einen Kill. Er braucht nur einen Kill, Bruder. Aber ich würde nicht so open sein. Nicht so open bleiben. Ein Kill, Bruder. Du schaffst das. Let's go. Einfach nur up-aim. Das ist ein Sniper-Laser. Jetzt, komm, 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 komm. Gönn ihn dir, gönn ihn dir, gönn ihn dir. Scheiße. Gönn dir sein Mate. Das ist seiner, komm. Er hat die knockt und die Zone kommt. Er hat die knockt und die Zone kommt. That's it. Clap in Chat, Leute. Tim sichert sich Runde 2. Ich hab's euch gesagt. Ich hab's euch gesagt. Es geht in die dritte Runde. 1600 Damage, 2 Kills. Das tut halt auch weh, ne? Hinter dir. Hinter dir. Ah. Alright. Nichtsdestotrotz. Diese Runde geht
ging an den Feind, aber wir kommen wieder. Fast doppelt so viel Damage. Fast. Runde 2 sichert sich damit. Ich bin's Tim. GG, mein Freund. Hast du es sehr spannend gemacht. Es steht 1-1. Damit gehst du jetzt quasi als erstes in die dritte Runde. Das ist jetzt auch die entscheidende Runde. Bist du ready? Ja. Sehr schön. Viel Erfolg. Ey, so kann man es halt auch machen. Aber ich, ne? Ihr habt's gesehen. Er hat einfach so safe gespielt. Er hat den Damage gestackt, dass er im Damage einfach voranlag und hat dann einfach mit einem Kill ausgeglichen. Und dann war es halt einfach mit dem Damage gewonnen. Beide ein Punkt. Jetzt kommt die alles entscheidende Runde. Er macht es diese Runde wieder safe. Er macht es wieder safe. Er wird sich jetzt sein Lodi holen. Oh, alright. Gegner close. Gegner. Er hört's nicht. Er hört's nicht. Knife. Das ist hier im Stream so. Das wird nicht angezeigt. Aber kurz geht raus für den Follow, Diggi. Logisch. Er ist down. 28 Schaden. Ab in Gulag. Muss er gewinnen, sonst sieht es tatsächlich schlecht aus. Aber ich bin's Tim, hat bisher jeden Gulag gewonnen. Schauen wir mal, wie es diese Runde aussieht. Rechts, 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 rechts. Ich bin's Tim mit der 100% Gulag Winrate. Das gibt's doch nicht. Er holt sich den Kill. Einfach. Einfach insane. Ich bin Zimmer hat eine bessere Gulag-Winrate als ich. Zumindest hier im Kill-Duell. Er hat wieder ein Bounty auf sich. Das ist halt. Er macht's. Ah, ich würde nach rechts laufen, Bruder. Lauf nach rechts. Hier bist du doch viel zu open. Und so wirst du quasi dein Kopfgeld an dem anderen Kampf vorbeilocken. So hat das. Bruder, die haben Full Vision auf dich. That's it. Sie haben uns besiegt, aber wir werden uns Sie hatten zu viel Engel. Aber wir schreiben es auf. Ein Kill, 129 Damage. Alright, mein Lieber. Zwei Kills oder ein Kill, 130 Damage. Bist du ready? Hm? Viel Erfolg. Dre, noch nicht gelandet. Fliegt wieder zu Ray. Scheint hier tatsächlich sein Main Spot zu sein. So, er gönnt sich Lodi. Diesmal kauft er mich nicht wieder. Diesmal kauft er mich nicht wieder. Schmidix, nö, ich hieß früher Hanky Panky. Hanky Panky wäre irgendwann zu lang, dadurch wurde es dann Hanky. Und ja. Nein, Bruder. Wenn er Gulag gewinnt, hat er das Duell gewonnen. Digga, so viel Pech. Er muss Gulag gewinnen. Wenn er das Gulag verliert, gewinnt Ich bin's Tim. Digga, so viel Druck. Er muss es halt einfach gewinnen. Ich bin's Tim. Gewinnt das Duell. GG an Tim. Mein Beileid an Dre, beim Lodi abgekämpft werden, 1 gegen 2, da kann man halt nichts machen. Und das ist halt genau das, was ich meinte. Tim hat gerade einen Kill gemacht und 130 Damage und alle mal so, oh, oh, oh. Zwei Kills schafft man easy so in die Richtung. Aber das ist halt das Ding. Ich habe Kill-Duell verloren und 50 Euro verloren. Ich bin gelandet, direkt ins Gulag geschickt worden und habe Gulag verloren. Oder ich wurde am Shop, ich hab 10.000 Dollar safe gelootet, bin zum Shop gefahren und am Shop lagen zwei Leute auf dem Boden versteckt und haben nur auf den Shop geaimt. Das ist das Ding. Es gehört halt auch einfach Glück dazu. Du kannst halt so viel Pech haben in diesem Format, dass du halt einfach wirklich nichts gegen machen kannst. Und das war jetzt gerade das Ding bei Dre. Dre lootet safe, er geht zum Drop und was passiert? Es stehen zwei Leute da und er kann halt einfach nichts machen. Dre, mein Beileid an der Stelle. Gut gekämpft. Es war ein super spannendes Duell. Sag ich, wie es ist. GG an Tim. GG an Tim. Jetzt ist die Frage, Tim, was möchtest du machen? Möchtest du die 25 Euro haben in Form von PayPal oder Amazon Giftcard? Oder sagst du, hey, pass auf, ich will das 1 gegen 1 gegen Henki.
Best of 3 Kill Duell gegen Henki. Du gehst safe. Er nimmt die 25 Euro. Glückwunsch an der Stelle.